herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute koche ich mal was ganz Außergewöhnliches, was man heutzutage gar nicht mehr so bekommt. Nieren, Schweinenieren, sauer. Sehr lecker hat meine Mutter früher mal gemacht, aber habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gegessen, weil Nieren kaum noch zu bekommen sind. Heute hatte mein Metzger mal welche. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns. Ich habe hier 1 Kilo Schweinenieren. Bei unserem Schlachter ist gerade Schlachtfest, da haben wir die bekommen. Normalerweise ist es ja schwierig, die zu bekommen, aber esse ich gerne. Auch früher als Kind habe ich gerne Euter von der Kuh gegessen, aber gibt es heute alles gar nicht mehr zu kaufen. Das wird meist immer gleich zu Hundefutter verarbeitet. So, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen in Milch hier ziehen, damit der strenge Geschmack ein bisschen rausgeht. So, das muss jetzt hier 30 Minuten oder eine Stunde einweichen. In der Zwischenzeit mache ich die Kartoffeln für den Kartoffelstampf mal fertig. Wie Kartoffelstampf geht, wisst ihr ja, brauche ich nicht viel zu erklären. Kartoffeln schälen, kochen, stampfen, bisschen Milch, bisschen Muskat, bisschen Butter dran geben, dann fertig. So, jetzt müssen wir die in Milch eingelegten Nieren putzen. Das Weiße, was wir hier drin haben, das müssen wir zum Essen entfernen. Jetzt erhitzen wir hier Schweineschmalz in der Pfanne und braten darin die Nierchen an. Muss aber erstmal ein bisschen heiß werden. Jetzt haben wir das 5 Minuten angebraten, jetzt streuen wir ein bisschen Mehl drüber. Und braten sie weitere 3 Minuten. Jetzt löschen wir das Ganze mit 200 ml Wein ab. Und füllen 300 ml Rühe auf. Jetzt
müssen wir noch mal ungefähr 10 Minuten kochen. Müssen wir mal probieren dann, ob fertig ist oder nicht. So, jetzt schmecken wir das Ganze mit Salz, Zucker, Limettensaft und Pfeffer ab. So, jetzt packen wir ein paar Kapern dazu. Je nach Geschmack, wenn man sie gerne isst, wie ich, können es ein paar mehr sein. Der Kapernsaft kann ruhig auch dazu, der ist ein bisschen sauer, gibt dem ganzen guten Geschmack. Sehr lecker. So, jetzt kommt noch ein bisschen saure Sahne dazu. Servieren braten wir dann noch Zwiebelringe an, die kommen dann vorm Servieren noch drüber. Das bereite ich gleich mal vor. So, jetzt schneiden wir noch schnell ein paar Zwiebelringe runter, die ich gleich andünste. Braten wir dann an und kommen dann noch über die Kirche drüber. So, dann haben sie ein bisschen Farbe gekriegt, die Zwiebeln. Gleich können wir dann anrichten. Voila! Saure Nieren mit Kartoffelstampf. Habe ich noch nie selber ausprobiert, aber zum ersten Mal, Leute. Lasst es euch schmecken, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.